Jeremy Pascal Wolny ist eines der sage und schreibe 11 Kinder von Silvia Wolny. Bekannt wurden er und seine Familie durch die Fernsehshow Die Wolnys, eine schrecklich große Familie. Seit 2011 läuft die Doku über die Wolnys, doch für Jeremy Pascal ist seit vielen Jahren damit Schluss. Nach einem heftigen Streit mit Mama Silvia stieg er nach der 4. Staffel aus. Es folgte sein nahezu kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit. Während einige ihn wahrscheinlich noch als den Jugendlichen mit Babyspeck in Erinnerung haben werden, ist der 24-Jährige heute kaum mehr wiederzuerkennen. Mittlerweile strotzt Jeremy Pascal nur so vor Muskeln. Auf seinem Instagram-Profil sieht man die Verwandlung deutlich, denn dort postete er nicht nur ein Bild von sich während seines Trainings. Ein Foto von letztem Jahr zeigt Jeremy Pascal mit breiten Schultern, einem tätowierten Arm und einer ganz neuen Frisur. Die langen Haare wurden abgeschnitten, die Seiten sind jetzt kurz rasiert und die obere Haarpartie trägt er zur Seite gestylt. Was für eine Veränderung! Doch nicht nur optisch hat sich der Wolny-Spross stark verändert. Jeremy Pascal steht beruflich mit beiden Beinen fest auf dem Boden und hat sich vollständig vom Familiengeschäft gelöst. Der 24-Jährige verkündete nun nämlich gegenüber dem Portal Der Westen: "Ich mache jetzt eine kleine Firma auf." Die Firma trägt den Namen JP's Car Polishing, die sich um die Aufbereitung von Autos kümmern soll. Leute, die mich sehen wollen oder auch Fans, können vorbeikommen. Dann kriegen sie eine professionelle Autoaufbereitung, also Lackpolitur und. Und man lernt mich dabei kennen. So Jeremy Pascal. Zudem werden er und sein Team das auch mobil machen und zu den Kunden nach Hause fahren. Spaß und Unterhaltung sind bei diesen Hausbesuchen wohl garantiert. Jeremy Pascal meint: "Wenn man mich kennt, weiß man. Mit mir ist es immer übertrieben lustig. Das wird den Leuten gut gefallen." Die Idee sei ihm vor einigen Wochen gekommen, als er sein eigenes Auto und das eines Kollegen aufbereitete. Ein Nachbar habe ihn darauf angesprochen, woraufhin auch dessen Auto und das einer weiteren Dame geputzt und poliert wurde. Seinen Fans auf Instagram verspricht er, im Rahmen seines Projekts künftig auch wieder mehr zu posten. Auf der Plattform herrscht ein ganzes Jahr Funkstille, bis er sich jetzt mit der Botschaft, eine Firma zu gründen, zurückmeldete. Nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint es für Jeremy Pascal super zu laufen. Im Mai 2020 gab er seine Beziehung zu seiner Freundin Celine bekannt, mit der er überglücklich ist. Auch seine kleine Tochter Jolene Melodie bereichert Jeremy Pascals Leben sehr. Bisher veröffentlichte der junge Papa zwei zuckersüße Bilder von sich und Jolene Melodie auf Instagram. Auf beiden merkt man, wie unendlich stolz er auf sein kleines Mädchen ist.